Ja, schönen guten Abend, meine lieben Zuhörer und neuen Abonnenten. Jetzt habe ich hier diese Nachricht für euch. Und zwar ganz aktuell, 26.01.2024. Ja gut, 16:06 Uhr. Ich denke mal, das ist noch aktuell. Das habe ich hier bei GMX gefunden. Und ne, hier, was erwartet uns, wenn Trump die Wahl gewinnt in Amerika, Herr Röttgen? Mal gucken, was er denn darauf sagt. Ne? CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen blickt mit Sorge auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Denn auf einen Wahlsieg Trumps sind Deutsche und Europa seiner Ansicht nach noch nicht ausreichend vorbereitet. Was heißt das? Müssen wir, ja, was heißt das? Heißt, Trump macht jetzt sagt jetzt, NATO ist obsolet, wir ziehen uns zurück, die USA ziehen sich aus, Europa zurück und ihr könnt euch selber verteidigen, wie das so in Afghanistan der Fall war. Kann ich mir eigentlich so eher nicht vorstellen oder zumindest minimieren, oder dass die Deutschen und die Europäer sich noch viel mehr an diesen Krieg beteiligen müssen. Dann ist die Frage mit Aufrüstung hier, Atomraketen, nukleare Raketen, wäre man dann noch mehr zur Kasse gebeten oder müsste man dann noch mehr US-Waffen, Munition in den USA kaufen? Das werden wir sehen, weil wir zahlen ja eh schon den Wiederaufbau in der Ukraine. Ukraine ist das ärmste Land in Europa, hochkorrupt, auch schon vorher. Und der Krieg geht ja schon seit 2014 oder vielleicht noch vorher. Und ja, ne, die Ukraine haben ihre Atomwaffen abgegeben. Dadurch sind sie dann rausgekommen aus diesem Sowjetpakt oder da aus dieser Umklammerung von Russland. Das war wohl da die Bedingung. Und ja, die hätten dann in die EU kommen können, oder das war ja auch schon Diskussion. Aber ich bin der Meinung, wer in der EU ist, ist auch später in der NATO drin. Und ja, es stehen steht die NATO-Osterweiterung. Wir haben jetzt Krieg seit 2 Jahren, auf beiden Seiten 300.000 Soldaten, redet kein Mensch von. Und hier bin mal gespannt, ob wir jetzt hier lesen, ob der Herr Röttgen hier auch für Friedensverhandlungen oder zumindest mal einen Waffenstillstand. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Donald Trump die erste Amtszeit vielleicht nach Putin reist und da vielleicht für einen Waffenstillstand. Aber das ist ja, das hat ja hier, wir werden sehen, das ist ja immer 50-50. Macht das nicht, der Biden macht das nicht. Der sprengt lieber Nord Stream 2. Die haben ja da auch ihre Finger drin. Die Deutschen wissen das. Die Sanktionen greifen überhaupt nicht gegen Russland. Im Gegenteil. Und wir haben ja jetzt hier so zwei Blöcke. Einmal die USA mit Kanada, England, Australien, Neuseeland. Und wir Europäer da im Schlepptau. Und dann auf der anderen Seite die BRICS-Staaten. Ne? Das ist ja hier Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, ne? BRICS, und da wollte ja Australien auch da rein. Aber es geht ja, glaube ich, erst überwiegend erstmal um Europa. Und man muss jetzt hier sehen, weil wir alleine können den Krieg nicht weiter fortführen und auch nicht alleine finanzieren. Weil da haben wir die Waffen gar nicht für. Wir können ja nicht jetzt alleine gegen Russland. Und ich sage ja immer, das ist ja hier ein Stellvertreterkrieg. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das auch so seht. Aber wir gehen mal hier in den Artikel rein. Ne? Eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump in den USA ist ein realistisches Szenario. Ja. Für Europa hätte das gravierende Folgen, warnt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Deutschland müsste sich schon jetzt darauf vorbereiten. Wie meint er das? Noch aufrüsten, hier müssen wir noch weiter kriegstauglich werden. Wehrpflicht, geht das alles in die Richtung? Bin ich also absolut dagegen. Lieber eher über Frieden reden, mit Putin verhandeln, dass man hier zumindest erstmal einen Waffenstillstand. Der Rest sieht man ja dann weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die NATO da Soldaten in die Ukraine schickt, weil dann hätten wir den Bündnisfall. Dann sind wir auch schon richtig, wir sind ja jetzt schon im Krieg drin, weil wir bilden ja ukrainische Soldaten aus und liefern Waffen, Geld, alles darunter. Die kämpfen ja mit westlichen Waffen, mit amerikanischen, englischen und auch deutschen Waffen, kämpfen die Ukrainer gegen Russland.
Das muss man sich mal alles irgendwie bildlich vor Augen führen, was hier momentan abgeht, was alles noch zu den ganzen Problemen parallel läuft. Ja? Vor allem, indem es die Produktion von Waffen ankurbelt, um die Ukraine zu unterstützen. Genau. Zwei Vorwahlen der Republikaner sind bislang entschieden. Beide Male hieß der Gewinner klar Donald Trump. Fast alle Konkurrenten Trumps im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Partei haben inzwischen das Handtuch geworfen. Nur Nikki Haley will noch nicht aufgeben. Doch realistische Chancen rechnet ihr selbst Experten nicht mehr aus. Das ist hier mit Joe Biden. Dann gucken wir hier, ne? So, dennoch pocht CDU-Politiker Norbert Röttgen darauf, die Regierung müsste sich jetzt schon auf einen Wahlsieg Trumps vorbereiten. Ja, im Gespräch mit unserem Redaktion machte er klar, Zitat, wenn Trump gewinnen sollte, wird der Kampf um Frieden in Europa deutlich schwerer. Ja, dann macht Friedensverhandlungen, ne? Der Kampf um Frieden. Wir kämpfen um den Frieden. Ich dachte, die Ukraine muss Russland besiegen oder wie oder raustreiben oder, ja, ne? Herr Röttgen, wie blicken Sie auf eine mögliche zweite Amtszeit Trumps? Herr Röttgen, Zitat, ich mache mir große Sorgen. Trump hat seine Wahlniederlage 2021 nicht verwunden und bestreitet bis heute, dass die Wahl unrechtmäßig gewesen sei. Sein Verhalten bei der Erstürmung des Kapitols, seine Sprache gegenüber den Richtern in den laufenden Prozessen gegen ihn, sein ganzes Verhalten lässt mich nur noch den Schluss zu, dass der Grad seiner Aggressivität gegen das System und gegen die demokratische Institution in den USA ganz außerordentlich ist. Ja, das Vergleiche wie jetzt hier unsere AfD, vergleichen wir das mal mit Werteunion gegen die ganzen Linken, gegen die ganzen angeblichen Demokraten, ne? Obwohl die AfD ja auch demokratisch gewählt ist. Ne? Und jetzt wird da schon gleichgezogen, dass die AfD NSDAP-Partei ist. Und das ist sie bei weitem nicht. Bei weitem, da liegen Welten zwischen meiner Meinung. Außerdem hat sich Trumps Umfeld viel detaillierter auf eine zweite Amtszeit vorbereitet. Könnte Trump den Rechtsstaat in der USA abbauen? Ja, davon muss man ziemlich sicher ausgehen. Eine zweite Amtszeit Donald Trumps wird zu einer Krise der demokratischen Institutionen und amerikanischen Demokratie führen. Ja, das ist jetzt hier so eine Behauptung, weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Sage ich eher mal nicht, aber wir werden jetzt jeden Abend wieder Trump sehen. Das sehen wir ja jetzt schon. Letztes Jahr haben wir kein Wort von Biden, haben wir auch schon manchmal gefragt, lebt der Joe Biden noch? Obwohl er ja auch mit Hunter Biden da rechts auch vor Gericht steht. Da hört man nichts von. Und jetzt haben wir Trump wieder und der ist ja jeden Abend hier mit Elbert Thewissen und wie sie alle heißen, ist jetzt wieder im Gespräch, bald in jeden Nachrichten und wird schlecht geredet. Das ist unfassbar. Naja, mit Trump wird es einen völligen Bruch mit der Außenpolitik der beiden Administrationen geben. Sie haben unlängst gefordert, dass die Bundesregierung sich ernsthaft auf einen möglichen Wahlsieg Trumps vorbereiten müsse. Wo sehen Sie genaue Handlungsbedarf? Als erstes muss sich die Bundesregierung klar machen, was im Falle eines Wahlsiegs zu erwarten wäre. Und was erwartet uns, wenn Trump gewinnt? Mit Trump wird es einen völligen Bruch mit der Außenpolitik der beiden Administrationen geben. Das gilt vor allem für das Verhältnis zu den westlichen Alliierten in Bezug auf die Ukraine und die Russlandpolitik. Trump hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es die Unterstützung der Ukraine durch die USA in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben wird. Ja, dann machen wir direkt Friedensverhandlungen. Ne? Wir sehen schon jetzt, dass seine Helfershelfer im Kongress für die Ukraine vorgesehene Unterstützung von 60 Milliarden blockieren. Wir haben ja schon mal 7 rübergeschickt, ne? Das machen wir ja nicht. Das Geld wird als Geisel genutzt, um eine andere Grenzpolitik gegenüber Mexiko zu erzwingen. Wie sollte die Regierung auf dieses drohende Bruch konkret reagieren? Müssen die Gespräche auf europäischer Ebene zur Ukraine verstärkt werden? Gespräche finden sowieso immer statt. Darum geht es nicht. Die Verteidigung der Ukraine ist keine Frage von Gesprächen, sondern konkret von militärischen Fähigkeiten. Die europäischen Partner müssen sich koordinieren und eine Lastenteilung organisieren. Ja, noch mehr Geld, noch mehr Waffen kommt da jetzt im nächsten Satz. Statt mal über Waffenstillstand zu reden, Herr Röttgen, reisen Sie doch mal rüber mit einer Delegation und versuchen Sie doch mal. Ich glaube, der Genscher oder hier richtige Außenminister hätten das schon längst gemacht unter Helmut Kohl und Helmut Schmidt mit Sicherheit. Mit Sicherheit, also unsere jetzige Regierung und Merkel-Regierung, da vielleicht auch noch,
alles sehr merkwürdig. Ne? Das hat genau in die neue Wahl von Olaf Scholz reinfällt. Ne? Es geht primär um verstärkte industrielle Produktion von Waffen und Munition. Das muss eingeleitet werden, und zwar heute schon, nicht erst, wenn Trump gewählt wurde. Deutschland und die EU müssen notfalls die ausbleibenden amerikanischen Unterstützung ersetzen können. Also Europa muss dann die 60 Milliarden ersetzen. Da könnt ihr mal raten, da könnt ihr mal dreimal raten, wer den größten Teil davon bezahlt. Ja. Sogar mehr als das, denn bislang liefern wir zu wenig, damit die Ukraine militärisch die Oberhand gewinnen kann, hat zwar keine Soldaten mehr, aber ist auch nicht schlimm, und infolgedessen eine politische Lösung und Frieden eine Chance haben. Muss Deutschland sich auf eine Kriegswirtschaft umstellen? Nein, es geht, ja, ich meine ja, ne? Es sagen ja alle Pistorius und so, ne? Müssen kriegstauglich werden, ne? Es geht nicht um Kriegswirtschaft, aber unsere Industrie und Rüstungsunternehmen müssen die klare Ansage der Bundesregierung bekommen, wir brauchen mehr, darum bestellen wir mehr und garantieren. Und ja, wer bezahlt die Rüstungsunternehmen? Das geht ja von unseren Steuergeldern weg, ne? Dann machen wir es ja mal ehrlich, ne? Könnten wir den Wegfall der militärischen Unterstützung aus den USA überhaupt kompensieren? Die Europäer haben ein Vielfaches der Wirtschaftsleistung Russlands. Ah ja, allein Deutschland hat ein doppelt so hohes Bruttosozialprodukt. Ja, aber wir machen seit 2 Jahren, haben wir immer in der Rezession, ne? Und wir müssen alles hier uns hier kaputt sparen. Was redet der denn da? Naja, die Unterstützung scheitert nicht an den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Sie ist eine Frage des politischen Willens. Die Bundesregierung hat schon angekündigt, dass man die Schuldenbremse aussetzen will, falls es für die Unterstützung der Ukraine nötig wird. Das ist doch eine deutliche Vorkehr. Das heißt also, wir lockern die Schuldenbremse für den Ukraine-Krieg und schicken denn da 30 Milliarden Euro rüber für den Wiederaufbau und für Waffen. Wer geht denn da noch mit? Das muss doch sofort gestoppt werden. Das ist meine Meinung, oder wie, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Das geht überhaupt nicht, finde ich. Nein, die Botschaft der Bundesregierung lautet, wir warten mal ab, was bei den Wahlen rauskommt. Und dann schauen wir weiter. Das reicht einfach nicht. Aber angenommen, die Bundesregierung würde die Schuldenbremse aussetzen, und um die Ukraine mehr Waffen zu liefern, würde die Union mitziehen oder wieder vor Gericht gehen. Wir sind sicher nicht das Problem, sondern der Teil des Parlaments, der auf mehr Unterstützung in der Ukraine drängt. Wir haben der Regierung auch bei Bundeswehr-Sondervermögen die Hand gereicht. Ja, weil es passiert, die 100 Milliarden, erstmal sind das neue Schulden, immer die Sondervermögen, das sind neue Schulden. Ich kann das Wort bald nicht mehr hören. Aber man muss die Schritte in der richtigen Reihenfolge machen. Die Bundesregierung muss erklären, ob sie höhere Maßnahmen als bislang geplant Rüstungsaufträge erteilt und welches Finanzkonzept sei damit verbindet. In der Bevölkerung gibt es ein Unbehagen über eine größere militärische Rolle Deutschlands. Glauben Sie, dass die Bürgerinnen und Bürger das ablegen könnten, wenn Deutschland plötzlich die militärische Rolle der USA in Europa ersetzen müsste? Sie haben völlig recht, nicht allein die Bundesregierung ist gefordert, aber ob wir die Rolle der USA ersetzen müssen, ist auch nicht die Frage. Ein Bundeskanzler hat zu sprechen und nicht dauernd zu schweigen, sondern die Bürgerinnen und Bürger müssen entscheiden, wollen wir als, er macht eine Volksbefragung, da macht hier eine digitale Demokratie und fragt die Bevölkerung, ob wir mehr für die Ukraine raus investieren sollen. Da will ich mit euch, das ist bestimmt 70-80% für Friedensverhandlungen. Da will ich mit euch. Und nicht noch mehr in die Kriegswirtschaft. Wollen wir als nötige Unternehmen für alle Wiederherstellung des Friedens in Europa, wollen wir alles unternehmen, damit der Krieg für sich in den Aggressor nicht lohnt, wollen wir alles dafür tun, dass der Krieg sich nicht ausweitet und möglichst schnell beendet wird. Das ist eine Atommacht, Leute, ne? Das vergisst man hier anscheinend immer, ne? Umfragen zufolge hält ein großer Mehrheit des Kurses der Unterstützung grundsätzlich für richtig. Die Hälfte sagt sogar, Zitat, es muss mehr geschehen. Und das alles, obwohl der Regierungschef in der Kommunikation bei diesem Thema praktisch ausfällt. Müsste der Kanzler die Menschen im Land mehr auf diese Herausforderung einschwören? Es gehört zur Verantwortung des Kanzlers klarzumachen, wie die Regierung mit der großen Herausforderung umgehen will. Das muss ein dauerhaftes Erklären, Begründen, Zuhören, Argumentieren sein. Dass das nicht stattfindet, ist mit den Pflichten des Amtes des Bundeskanzlers nicht vereinbar. Ein Bundeskanzler hat zu sprechen und nicht dauernd zu schweigen. Also lieber schweigen und man kommt dann irgendwie zu Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, als Taurus-Raketen, F-16, F-35-Flugzeuge der Ukraine zu geben, dass sie nachher im schlimmsten Fall auch noch Russland angreifen können.
Das sehe ich als ganz, ganz gefährlich. Meine Meinung. Da muss man immer noch bedenken, wenn die Ukrainer diese Taurus-Raketen haben, wie reagiert denn Russland darauf? Was ist denn deren Antwort? Das muss man ja auch mal hier auf dem Schirm haben, ne? Dann kann das ja richtig schnell eskalieren, ne? Es gibt auch Befürchtungen, dass Trump, wenn er wieder Präsident wird, mit den USA aus der NATO austritt. Teilen Sie diese Sorge? Das glaube ich eher nicht. Ja, glaube ich eher auch nicht. Na, aber vielleicht sich zurückziehen, dass wir das alles bezahlen sollen. Das schon eher, finanziell. Im politischen System der USA und im Kongress gibt es eine überwältigende Unterstützung für die Mehrheit, für die Mitgliedschaft der USA in der NATO. Das kann der Präsident nicht so leicht überwinden. Trotzdem kann es zu einer Krise der NATO kommen, ja. Wie genau? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Trump mit Putin einen Deal auf Kosten der Ukraine macht. Ja, das ist Waffenstillstand erstmal, ne? Dadurch wäre die Existenz der NATO bedroht. Wieso das denn? Ach, okay. Ohne dass irgendein Kündigungsschreiben eingehen müsste. Jeder Versuch, Putin auf Kosten der Ukraine zu besänftigen, würde nur dazu führen, dass der Krieg näher an die NATO-Grenzen heranrückt. Das ist man mal jetzt schon, ist ja mit Finnland und da oben im Baltikum, da, ne, da sind wir da auch schon stationiert und dann machen wir jetzt unsere NATO-Übung, Herr Röttgen. Oder spielt das hier keine Rolle? Ist das hier unwichtig? Mit 90.000 Soldaten, mit 90.000 NATO-Soldaten. Das halte ich eigentlich für sehr, sehr gefährlich. Die USA würden damit als wichtige einzelne Verbündete in der NATO die Verteidigung von Sicherheit und Frieden in Europa aufgeben. Das wäre der existenzielle Krisenfall der NATO. Ah ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ne? Einige Stimmen fordern wegen dieses Szenarios den Aufbau einer atomaren Abschreckung in Europa. Wie sehen Sie das? Erstens, das wäre jedenfalls keine Lösung der jetzigen Probleme. Bevor wir Europäer mit dem nuklearen Potenzial Russland Paroli bieten könnten, wird mehr als ein Jahrzehnt vergehen. Deswegen zähle ich zu denen, die sagen, lasst uns das pragmatische, mögliche, das dringliche tun, nämlich die Stärkung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der Europäer mit konventionellen Waffen. Ja, das ist auch Wunschdenken. Ne? Und zweitens, das ist das Entscheidende hier. Der nukleare Schutz der USA ist für uns Europäer das Beste und das Wirksamste an Abschrecken, was wir haben können. Ja, müssen wir ein eigenes aufbauen. Ne? Es ist auch ein ganz zentraler Baustein der transatlantischen Verhältnisse, den wir von europäischer Seite aus unter keinen Umständen in Frage stellen sollten. Wenn Sie so für eine Stärkung der konventionellen Abschreckung sind, brauchen wir eine europäische Armee. Auch hier bin ich dafür, das politische Mögliche zu verfolgen. Die Idee einer europäischen Armee hat mit den gegenwärtigen militärischen und politischen Realitäten in der EU nichts zu tun. Eine Europa-Armee wird es daher in den nächsten 10 oder 20 Jahren nicht geben. Ja, machen wir mal ab. Ja, glaube ich eher auch nicht. Vielleicht die Wehrpflicht, dass das wieder eingeführt wird, aber das ist auch eine Riesenumstellung für die Bundeswehr. Und da muss ja auch Frankreich auch mitgehen. Da müssen wir mal abwarten, wie da die Wahlen sind, ob Le Pen da gewinnt. Ja, und mal gucken, in 20 Jahren ist viel passiert. Ja. Aber die Armeen der Mitgliedstaaten müssen näher zusammenrücken und die Rüstungsindustrie muss europäisiert werden. Das sind wichtige und machbare Schritte. Wir brauchen jetzt Entscheidungen, weil die Unterstützung für die Ukraine zu gering ist. Die beste Verteidigung Europas ist derzeit die militärische Fähigkeit, die Ukraine zu investieren. Also wir investieren mehr in die Ukraine als in Deutschland. Und man kann ja Abschreckungswaffen machen, aber ne, man kann ja trotzdem aufrüsten, aber ich bin trotzdem für Waffenstillstand, dass erstmal keine Toten mehr sind und dann mit Russland irgendeinen schriftlichen Vertrag machen, mit Trump vielleicht, weil Biden ist da nicht mehr zu einer Lage, er macht es nicht. Und dann kann man ja sehen, wie weit man sich hier aufrüsten darf. Wir waren ja mal schon so weit, dass wir beide auf Seiten wieder abrüsten. Eigentlich hätte sich die NATO, wie die Sowjetunion sich aufgelöst hat, hätte sich die NATO eigentlich auch auflösen müssen. Weil hier gab es ja keinen Feind mehr. Aber das wollten die NATO, das wollten die Amerikaner nicht. Und jetzt haben wir hier eine NATO-Osterweiterung. Jetzt haben wir statt einem NATO-Verteidigungsfall, haben wir einen NATO-Angriffsfall. Ne? Die erweitern sich immer. Die NATO-Osterweiterung spielt ja hier auch eine wesentliche Rolle. Jetzt ist Schweden und Finnland in der NATO. Die ganzen ehemaligen sowjetischen Staaten, die früher in der Sowjetunion waren, sind jetzt in der EU, bekommen EU-Gelder und sind auch noch gleichzeitig in der NATO. Und Polen spielt hier eine wichtigere Rolle als Deutschland.
Das ist ja auch so ein Thema, weil die ja viel näher an Russland dran sind. Und wenn nach Polen gehen würde, hätten wir vielleicht schon längst hier mit Russland Krieg und mit Hilfe der Amerikaner und dann wären wir hier schon nuklear verseucht. Das mit Sicherheit. Und da darf es nicht zu kommen. Und hier darf auch nicht dieser Ringtausch mit diesen Taurus-Raketen. Also es dürfen keine Taurus-Raketen in die Ukraine geschickt werden. Das halte ich für einen totalen Fehler. Auch keine Luftwaffe. Hier muss irgendwann mal gestoppt werden. Das geht hier nicht weiter. Wir haben hier ein Patzsystem. Lass uns hier reden, verhandeln und wir haben andere Probleme auf der Welt. Das ist meine Meinung. Auch hier im Gazastreifen, sofort Frieden. Wir haben andere Probleme. Ist meine Meinung. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Und jo, ich bin durch. Ja, wie fandet ihr den Text? Seht ihr das auch so? Braucht Deutschland oder Europa eine eigene Armee? Seht ihr das auch hier mit Donald Trump? Gibt es dann hier, dass er sich zurückzieht? Oder, ja. Als Rechtsanwalt. Okay. Ja, dann klinge ich mal, dann lade ich das mal hoch und dann bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Kostenlos Abo dalassen, Video teilen und sage ich bis zum nächsten Video.